Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ja, beim letzten Mal habe ich euch ja gezeigt, wie wir Comments machen. Und ich möchte jetzt heute den Comment Executor einbinden und den PM Comment in den Comment Executor packen. Warum möchte ich den PM Comment in den Comment Executor packen? Ganz einfach. Es geht halt einfach darum, dass wir es übersichtlicher machen wollen. Ihr seht jetzt, die Main-Klasse hat jetzt schon in diesem Fall 70 Zeilen. Und wir wollen halt weniger als 70 Zeilen machen. Und dafür basteln wir das Ganze ein bisschen um. Es ist nicht kompliziert, aber es geht auch relativ einfach. Als erstes versuchen wir zum Beispiel ein paar Sachen aus dem On-Enable und On-Disable-Teil umzulegen. Dafür machen wir uns einfach erstmal ein neues Package. Das nennen wir DE, jeder für x8, also ja, wie ihr es halt dann nennen würdet. Das ist als erstes die gleiche Package-Deklaration, wie wir sie vorher hatten. Also DE.jeder für x8.tutorial, so ist meine Package-Deklaration davor gewesen. Es kommt ein Punkt dahinter. Und dahinter kommt jetzt der Name und das nenne ich Utils. Und hier kommt dann einfach eine neue Class für mich rein, die nenne ich Plugin Utils. Was genau macht das Ganze? An sich macht sie nichts Besonderes, aber hier kommen ein paar Methoden rein. Public Static Void Setup. Dann Public Static Void Load Listener. Und Public Static Void Load Comments. Und dann können wir hier noch Public Static Void Close. Oh, da habe ich Static, Static verschrieben. Warum jetzt das Ganze Static? Weil bis jetzt haben wir, glaube ich, immer nur mit Public hier oben gearbeitet. Und hier ist ein Static String. Warum Static? Static aus dem Grund, weil Static halt statisch ist. Das ja, Plugin über, versionübergreifend sozusagen, Static Sachen können wir jetzt auch in eine Tutorial Klasse ausführen. Hier können wir zum Beispiel in On Enable, machen wir einfach hier rein Setup, hier muss Plugin Utils, Punkt, und dann seht ihr jetzt, werden die ganzen Klassen vorgeschlagen und dann nehmen wir Setup. Und jetzt können wir den ganzen Kram hier rauskopieren und in Setup einfügen. Warum? Naja, weil das Setup genau das gleiche übernimmt, was jetzt der On-Enable Teil sonst gemacht hat. Dafür ist das Ganze aber aus der Main-Klasse raus. Die Main-Klasse sieht schön ordentlich und sauber aus. Und deswegen räumen wir jetzt ein bisschen auf, damit das später auch ordentlich aussieht, das Ganze. Dafür machen wir jetzt halt auch den Close-Teil hier rüber. Ne, falls dann das Ganze mal doch etwas größer werden sollte mit dem Close, haben wir das Ganze in der anderen Klasse und die Main Class ist dann übersichtlicher. Den ganzen Teil hier werden wir gleich entfernen, der geht nämlich in die Comment Executors. So, und jetzt kommen wir auch zu dem Teil hin, wir wollen die Comment Executors machen. Dafür machen wir uns wieder ein neues Package, das heißt de.phoenix18.tutorial und dann .comments. Und hier machen wir jetzt den PM Comment. Also die Klasse PM kommt. So, ist jetzt nichts Besonderes. Hier kommt dann einfach nur rein Extends und dann, Implements und dann Comment Executor. So. Und jetzt wird er das vorschlagen. So, jetzt wird er ein bisschen rummodern, weil er sagt, ja, unimplemented methods. Die fügen wir hinzu und schon seht ihr, das Ganze sieht hier genauso aus, wie wir es in der Main-Klasse haben. War fast genauso. Und das war mein Handy. Was genau sagt uns das Ganze? Das Ganze sagt uns, eigentlich genau das gleiche, was in der Main-Klasse ist. Nur, dass wir das Ganze hier auf einen bestimmten Comment raufsetzen. Von daher brauchen wir es aus der Main-Klasse. Haben wir immer nach Comment abgefragt. Weil wir aber jetzt festsetzen, welcher Comment das ist, brauchen wir nur noch diesen Teil hier kopieren. So. Aber hier seht ihr auch if sender instance of player. Das Ganze haben wir noch nicht, das müssen wir jetzt in jeder einbringen. Aber deswegen, als erstes fügen wir das ein. Jetzt müssen wir aber noch abfragen, weil ja player noch gar nicht gesetzt ist. If sender instance of player. So. Und dann player p gleich in Klammern player sender. Else machen wir auch dran, das können wir auch ab dem nächsten in der Klasse übernehmen. Und hier kommt dann einfach rein else cmd
Ach, nein. Else und dann System.out.println. Das hatten wir schon mal. Und dann, du bist kein Spieler. So. Das war ja eine Konsole. Ich bin auch ein bisschen, ja, daneben der Spur. So, jetzt haben wir das Ganze hier eingefügt, ordentlich. Jetzt vor allem meldet ihr noch einen Fehler beim Präfix. Das geht aber auch ganz einfach. Da schreiben wir jetzt einfach Tutorial im Präfix. Wenn wir das Tutorial importiert haben. Und warum es alles funktioniert. So. Und somit haben wir jetzt den Comment ausgelagert. Der Punkt ist aber noch, weiß unser System gar nicht, oh, der Comment ist ausgelagert. Wir hier zwar jetzt schon entfernt, aber er ist ja ausgelagert. Und das Ganze müssen wir halt auch sagen. Deswegen machen wir hier in diesem Fall, müssen wir jetzt erstes uns in der Tutorial-Klasse etwas hinzufügen. Also in der Main-Klasse. In diesem Fall ein Public Static, also in diesem Fall Tutorial. Und dann nenne ich das immer M für Main. Und Tutorial in diesem Fall, weil das ja die Klasse ist. Und dann machen wir M gleich this. Und das muss aber davor, ich bin noch public. So, M gleich this. M gleich this in diesem Fall, weil wir dann diese Klasse auf dieses diese Static-Variable übergeben. Und somit kann man jetzt dann hier auch Tutorial.m, damit können wir was jetzt mit dieser Klasse hier oben ausführen. Normalerweise können wir es nur in der Klasse machen. Und das können wir jetzt auch hier drin. Und jetzt können wir das Tutorial m. Und dann getComment. Dann nehmen wir den Namen, der war ja PM. Und dann setExecutor. Und da fügen wir rein new PM Comment. So, jetzt will er den noch haben. Und schon ist unser Comment registriert. Der wird hier rüber übergeben. Und somit ist unser erster Comment registriert. Das Ganze möchte ich gleich schon mit den anderen Comments machen, damit das raus ist. Dafür machen wir einmal Test. Comment und new class tutorial comment. Damit können wir dann halt auch in nächster Zeit etwas übersichtlicher arbeiten. Geht halt einfach darum, solange das jetzt in der Klasse direkt drin ist, so in der Main-Klasse ist es halt, wird die Main-Klasse immer unübersichtlicher, umso länger wir es machen und von daher ist es ordentlich, wenn es aufgeräumt wird. Und von daher schreiben wir jetzt mal den ganzen Kladderadatsch in die Executors rein. Ja, das geht halt auch relativ einfach. Später könnt ihr das sogar so machen. Es gibt sogar eine Klasse. Ich kann die vielleicht beim nächsten Mal vorstellen. Oder irgendwann mal vorstellen. Und damit könnt ihr die Comments sogar automatisch registrieren lassen. Das heißt, ihr müsst keine Plugin-YML mehr richtig führen mit Comments. Bei großen Plugins ist das sehr angenehm, weil wenn ihr einen neuen Comment hinzufügt, macht ihr es nur über das System und das System ändert das automatisch. Ja, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Noch haben wir nicht so viele Comments, also von daher, ja, genau. Wir können eigentlich den ganzen Kram hier einmal rüber kopieren. Den fügen wir dann bei TestComment ein. Und dann nehmen wir den Kram hier raus. Und schon haben wir es. So, dann machen wir aber noch dieses CMD weg, weil das brauchen wir ja nicht mehr, die Abfrage. Dann können wir das einmal rauskopieren. Und einmal ordentlich einsetzen, so. Und schon haben wir das Ganze wieder hier auch zusammengerückt. So, und das Ganze können wir jetzt nochmal rüber kopieren. Ja, wir machen es auch nochmal ordentlich mit Tutorial Comment. Hier nochmal Implements. Comment Executor. So. Gleich werdet ihr auch merken, die Main ist deutlich aufgeräumter als vorher. Vorher war es ja schon mal. Ja, es war vorher noch einigermaßen auch übersichtlich, aber stellt euch mal vor, man hätte 10 Comments. Und bei 10 Comments, muss ich sagen, ist es mir persönlich dann doch etwas arg unübersichtlich. Und deswegen, ja, mache ich das lieber so, dass wir das Ganze hier rüber ziehen und dann ist es auch gleich weg. So, können wir nochmal kopieren. Dann fügen wir es bei dem Tutorial-Comment ein. Und weil es eigentlich für einen Tutorial-Comment schon fast keinen Sinn mehr macht zu machen, weil wir die Hälfte hier wegreißen. Jetzt können wir nur hier dieses Send-Message hin. Und das war's schon. Und damit haben wir jetzt unseren Tutorial-Comment auch übertragen. So. Das können wir aber trotzdem abspeichern. So, jetzt können wir hier aus der Main-Klasse den ganzen Kladderadatsch wegmachen. Wird dann schön viel merken. Ja, es kann alles weg. So, jetzt sehen wir schon, die Main-Klasse hat nur noch
20 Zeilen. So, es ist übersichtlich geworden. Und jetzt haben wir zwar dafür unsere Klasse hier über ein bisschen voller, aber es ist trotzdem noch übersichtlich. So, dafür schreiben wir jetzt hier die ganzen Sachen wieder rein. Und ich werde euch gleich zeigen, das funktioniert genauso wie das, was wir sonst jetzt machen. Es ist genau das gleiche. Die Comments haben sich nicht verändert, es hat sich rein gar nichts verändert, nur dass wir die Struktur geändert haben. So, jetzt ist das Ganze miteinander verknüpft und jetzt können wir das Ganze exportieren, weil wir haben ja nichts weiter geändert. Exportieren wir, was ist da drin, führen den Server aus, starten unser Minecraft. Ja, und schon werden wir gleich sehen, was passiert. Wir switchen den User wieder auf Minecraft 18 und starten. Ja, ein kleines bisschen warten. Der Server ist schon da, hat sich nicht beschwert, alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir hier rein. Und es dauert ein bisschen. Hier ein bisschen die Welt unter mir. Hier haben wir eine Power Button. So, jetzt können wir wieder /PM eingeben und es funktioniert genauso. /Tutorial geht auch. Und /Test ebenfalls, müssen wir 1 eingeben und 2. Funktioniert alles genauso wie vorher, ist halt nur jetzt übersichtlicher. Ja, und das war auch der Plan des Ganzen. Ich möchte das Ganze halt einfach übersichtlicher gestalten, damit es auch in den nächsten Tutorials, wenn neuer Content hinzugefügt wird, übersichtlich bleibt. Ja, und damit, denke ich, habe ich auch jetzt den Comment Executor erklärt. Und dann möchte ich gerne mal in den nächsten Tutorials vielleicht nochmal auf die Events eingehen. Ich denke, ab jetzt solltet ihr, was Comments angeht, soweit im Klaren sein, dass ihr auch selbst damit rumprobieren könnt. Könnt ihr alles Mögliche machen. Es gibt genügend Methoden. Ich verweise da einfach mal stumpf auf die Java-Docs. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!